nicht sauber gezeichnet. Und dann musste hier noch mal rum. Ah. Das ist aber auch nicht einfach. Irgendwie macht die Maus nicht das, was ich will. Da fehlen noch ein Stück. Ah, war nicht richtig. Schittikowski. Wie viele Kombinationen gibt es denn da? Vielleicht müssen ja gleichfarbige nacheinander verbunden werden. Kann das sein? Also wenn das das Ende ist. Und start mit dem hier halt. Das wird schwierig. Wenn ich jetzt die beiden grün brauche. Dann würde ich den dann nehmen. Und jetzt erstmal den, dann den und dann den. Hier lang. Übrigens dicht hier lang. Ja, da muss ich auch nochmal vorbei. Also, den hier. Den anderen grün. Das wäre dann hier ganz knapp da lang. Vorsicht, das ist super gefährlich hier. Ah, da geht's ja da. Geh mir die Augen über. Blah. Das wird mir kurz übel. Kann man das nicht mit... Jetzt sehen Sie mit dem Joystick. Ein Grün. Oh. Die ist aber beschissen, die Steuerung hier. Die Maus macht nichts, was sie soll. Fertig. Also das macht auch keinen Spaß. Wenn jetzt was auch noch ist falsch, obwohl ich den Start, die Ende und hier die beiden in der richtigen Reihenfolge, also zusammenhängt. Ja, vielleicht fehlt da noch was. Ich werd kirre, wenn ich da drauf klotzen muss. Wo denn jetzt hier noch so ein Mini-Dings fehlt. Muss man mal die Brille putzen. Okay, ja, da fehlt noch ein Stückchen hier. Aber ich kann. Also die Farben sind auch scheiße. Ja, echt schlecht, wenn ich drauf gucke. Ah, das war noch nicht mal richtig. Boah. Was hat man Ende? Seltsam. Ich habe jetzt auch nicht genau geguckt, ob die sich vielleicht, ob das vielleicht richtig war. Und sich meine gezogene Linie irgendwo überschnitten hat. Eigentlich habe ich keinen Bock, das nochmal zu malen. Der Kontrast ist so scheiße. Und die Steuerung ist so scheiße. Eben wird mir richtig schlecht. Ich hole mal eine Pause.
Okay, ich habe die Schnauze voll. Ich habe jetzt nach der Lösung geguckt im Internet. Und komischerweise sehe ich jetzt von N, also dass der Start ist, ist schon mal richtig. Okay, aber ich soll nicht die hintereinander packen, die gleichfarbig sind. Sondern ich soll jetzt von dem E zu dem gehen, dann wieder zu dem. Dann zu dem. Dann zu dem. Ja, und dann noch da, dann zum S. Wobei ja der mit dem dann keine Verbindung hat. Vielleicht muss man wirklich nur die Grünen miteinander verbinden. Also wenn ich jetzt nur die Grünen miteinander verbinde. Ah, das ist ein Grün. Ah, ne, 1, 2. Und das ist der dritte Grüne. So. Dann habe ich die drei Grünen verbunden. Vielleicht reicht ihm ja das. So, und S muss zu Start. Das ist schon mal klar. Uns hier durchquälen. Ich will die Regel erkennen. So, und ja. Ah, ich müsste zu dem Grün noch kommen. Ja. Von hier aus zu dem Grün. Ja. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Sollte ich nicht, wenn ich die beiden grünen, dann soll ich mit dem möglichst weit aus. Da muss ich auch noch lang. Ich den jetzt hier unten lang verbinde, den einen Grün mit dem anderen Grün. Und jetzt mich wieder ganz nach außen begebe. Um den nächsten Grün da noch zu erreichen. Der Kontrast ist sowas von. Echt zum Kotzen. Wirklich zum Kotzen, aber dann übel bei. Jetzt muss ich den noch da irgendwie aufnehmen. Von Start muss ich jetzt hier zu dem kommen. Da muss ich jetzt den da rumbuxieren. Ich kann hier auch ein Feuer. Nein, Feuer geht nicht. Also hier lang, dann da lang. Steuerung ist so beschissen. Er malt irgendwie so fett und trotzdem so beschissen. So, und jetzt muss ich ja noch irgendwie.
Ne, ich will nur das E. Also hier kann ich nicht gleich, ich muss hier mit dem, den nehme ich als letztes. Ich den über den mit dem da unten verbinden, oder? Dann kann ich den mit dem verbinden, genau. Den mit dem, dann habe ich schon das Ende. Jetzt muss ich mit dem Start zu dem kommen, aber den auch mitnehmen. Ja, dann würde ich sagen, hier so lang. Nicht rein, also hier lang. Und da lang. Und dann. Also man muss scheinbar nur die Grünen miteinander hintereinander. Und der Rest. Aber ich hatte doch beim ersten Mal beides. Ich hatte die Grünen und die. Das war ja doppelt gut. Hat er nicht gelten lassen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Vielleicht haben sich die roten Linien doch berührt. Komme ich jetzt wieder eine Schrotflinte? Okay, was habe ich jetzt? Da kann ich mir irgendwas anschauen. Wozu? Das ist die große Frage. Wozu? Ich kann jetzt hier drin rummalen. Sehr witzig. Nur was soll ich jetzt malen? Ich muss ein Start und ein Ende finden. Ich sehe dann S und ein E. Na klar. Ich sehe dann S und ein E. Nur da komme ich nicht durch. Ja, da kommst du zu einem E. Ja, ein bisschen Nägel. Ja, oder auch ein bisschen malen. Dann komme ich hier rüber. So irgendwie. Hier noch so ein bisschen. Und da noch so ein bisschen. Ja. Ja. Oh, dann habe ich doch das S mit dem E verbunden, oder? Irgendwie ist er nicht zufrieden. Die fehlt ja auch ein bisschen was. Mäh. Ja, das ist das Problem. Vielleicht muss ich den ja einklappen dafür. Könnte schon sein. Also alles hellmarkierte kann ich bemalen. Brute Force Attack. Wie ich sehe. Ach guck mal, hier kannst du auch raus. Da hast du da wieder das Problem. Okay. Ja, das Problem ist irgendwie, da kommen wir auch lang, ja. Schön. Aber dann gibt's die, ach, hier ist nochmal eine weiße Linie, oder? Das mag er nicht hier. Ja. Hier zwischen. Na, jetzt bin ich ja hier und jetzt müsste ich eigentlich nur noch. Okay. The obelisk of knowledge. The obelisk of knowledge. The land with the light. Ich halt vorwärts. Oh wait, it's a giant cat. It's a giant cat?
A game by Bradley Lovell. Thank you, Bradley. War lustig. Voice Bradley Lovell. Pass auf, der hat alles gemacht. Und dafür war es nicht schlecht, oder? Für ein One-Man-Team. Das ist ja irgendwie überhaupt nicht meine Piano-Musik. Schnüppchen. Oh, man kommt gar nicht von der Insel runter. Wozu habe ich die Piratenschiffe versenkt? Also ich war ja gefangen auf der Insel. Ende. Was? Naja, egal. Ich war gefangen auf der Insel und musste da irgendwie runter, weil man will ja immer seine Freiheit. Aber jetzt hänge ich immer noch auf der Insel fest. Ich dachte, ich steige ins Boot und dann kann ich da auf die anderen Inseln. Dann hängst du auf den anderen Inseln fest. Irgendwie hängen wir alle auf unserem Planeten fest, oder? War doch gar nicht so unschön da auf der Insel. Vielleicht will man da ja gar nicht weg. Da gab es ein Arcade Room. Und man konnte malen. Und Schach spielen. Und Gärten gab's. Okay, genug. Wer sagt? Consignier Sonny Johnny Sack. Success! Errungenschaft freigeschaltet. Tada! Okay. Das war jetzt ein kurzes Let's Play.